Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Heute mit Julia Trin. Hi. Hi und guten LP. Hallo. Hallo. Und Liscario. Und Liscario. Ich muss mich jetzt schnellstmöglich auf den Weg zur Safe Zone zurückmachen. Ja. Weil ich hier so schön in der Pampa bin, aber ich nehme ja noch mit Team Grün auf und das darf ich ja nicht. Weil ich bin ja jetzt wieder mein Team Rot. Und jetzt kann ich wieder in die Pampa fliegen. Weißt du nicht wieso, aber ich mach's einfach mal. Okay. Mach das. Oh, fehlerhaft. Ich will irgendwie noch was machen. Oh, Liscario, wo bist du gerade? In meinem Haus. Ja. Am Spawn oder? Also. Außerhalb der Safe Zone. Der Safe Zone? Westen von der Safe Zone. Was wird denn das? Siehst du das? Ja, das sieht komisch aus. Das, danke. Was ist denn das? Eine Burg. Das braune hier, das Holz. Was? Ach das. Guck mal, pass auf. Ich baue das mal kurz ab. Aber nicht mit der Lumber-Axe, weil sonst fange ich an zu heulen. Hier. Oh Mann. Siehst du das? Richtig. Hier. Aha, Anlagesystem. Okay. Ah. Aber ich werde es demnächst in den Keller runterführen und nicht mehr nach oben. Guck, ich zeig's dir mal von innen. Mhm. Finde ich dann zu euch. Bitte klingeln. Dankeschön. Nur wo lang? So, du darfst kurz mal rein für die Aufnahme hier. Von der Safe Zone aus? Im Westen. Genau. So. Also wenn ich am Spawn loslauf? Pass auf, hier Thinity. Drück doch mal drauf. Dann siehst du, was ich alles habe. Ja, hier auf das Orangene. Rechtsklick. Oh. Alle meine Items und guck mal, wie viel Wolle ich habe. 28.000. Haha. Was zur Hölle? Und... da kannst du halt drauf drücken, drück mal auf irgendein Item drauf und gib unten eine Zahl ein und drück auf Submit. Unten eine Zahl? Ja. Da wo 1 steht, musst du eine Zahl eingeben und dann drückst du links auf Submit. Ach, da! Bist du hier so ganz hoch oben? Nein. Ah, das war eine beschissene Idee, dass ich 25 eingebe, da bricht es die Aufnahme ab. Ja, da passiert nichts. Warum bricht es die Aufnahme ab? Ja, weil auf Nummernblock 5 meine Aufnahme liegt. Okay, aber deine Aufnahme ist wieder da, oder? Ja. Okay, guck. Bei dir passiert nichts, was hast du getan? Oh, wahrscheinlich was Falsches. Ja, pass auf, drück Rechtsklick drauf. Ja. Drück ganz links auf Stein drauf. Stein. So, und jetzt unten drückst du auf Plus. Ja. Bis du zu irgendeiner Zahl kommst und dann drückst du links unten auf Submit. Zack, und es kommt. So, ich muss natürlich schon die Menge haben. Ja, ich habe irgendeine andere Menge angegeben. Siehst du's? Und jetzt schau mal links auf in die Truhe. Das ist den ganzen Stuff, okay? Ah. Und jetzt guck mal rechts unten in die Truhe. Das ist die Truhe, wo ich was reinlege und das in mein Lagersystem eingearbeitet wird. Bam! Weg ist, oder? Und weg ist es. Warte. So, alles weg. Natürlich cool. Ist, wenn ich jetzt mehr davon haben möchte, zum Beispiel jetzt. Mhm. Machen wir mal. 1000 Wolle oder so. So, und start mit. Sieht lustig aus, guck. Das. Der Übel. Ist aber noch immer zu langsam, meiner Meinung nach. Sehr heftig. Und jetzt pass auf, das ist jetzt... Jetzt hab ich mich verflogen. Lol, das war richtig wenig WTF. Warte, gut. 4000. Sollte passen. Zack, los geht's. Wo bist du denn, Guden? Ich war gerade, glaube ich, bei Frame. Warte kurz, ich geh kurz 4000 Wolle ein. Zack, fertig. So, jetzt kommt wieder die ganze Wolle, okay? Mhm. Und wenn, bei mir, hier unten rechts habe ich, das ist meine schnellste Truhe. Unten rechts ist meine schnellste Truhe. Wenn ich da was reinlege, sind meistens, ich glaube, 8 Stacks auf einmal werden rausgenommen oder so. Pass auf. Wow. So, Achtung, guck rein und bumm. Boah, leck mich am Hocker. Der Übel. Das ist, hat aber recht lang gedauert. Also du brauchst recht viel Farbe und so weiter. Cool. Was ich mir jetzt aber bauen möchte ist, hast du Dinkers Construct? Keine Ahnung. Ach, hast du eine Smell? Hier läuft was nach. Wusel, wo kommst denn du her? Oh, danke! Meine! Die gehört mir! Guten! Guten! Der hat meine Truhe, der hat mein Wusel gekidnappt. So, du darfst nicht mehr rein. Kann dir leider nicht helfen, ich weiß nicht, wo ich bin. Guck mal, Julia, du darfst jetzt nicht mehr rein, ist das lustig? Meine Wusel!
man irgendwie andere Spieler auf der Karte anzeigen? Du darfst da nicht rein! Bleib draußen! Nein! Bleib, bleib draußen! Alter! Hilfe! Warte. Meine Wusel! Gleich darfst du rein. Warte. Jetzt darfst du rein. Geh rein. Was hast du denn gemacht? Ich bin draußen. Ich will meine Wusel wieder haben. Guck mal! Ding Ding! Hallo! Aber die Wusel ist cool, weißt du warum? Ja, warum? Weil sie leuchtet. Ja, die wurde auch vom Blitz getroffen. Ja, warum lässt du deine Kiste auch vom Blitz treffen? Warte kurz, stopp. Damit sie größer wird, dann ist sie doppelt so groß wie eine normale Wusel. Ich knie sogar vor dir. Ja, finde ich schön. Danke. Das war ein Antrag. So. Tja, ich hatte Wusel wieder mir. Danke. Bitte. Wusel, komm. Wir fliegen hier weg von diesen Irren. Irren. So, Wusel. Und zwar werde ich mir einen Hammer machen. Hast du eine Smeltery? Nee, ne? Hat irgendwer von euch eine Smeltery? Nee. Ich hab, glaube ich, gar nichts, was mit Mods irgendwie zusammenhängt. Wusel, spawnst du hinter mir her? Nee, Wusel spawnt nicht hinter mir. So, dann gehört sie mir. So. Nein. Doch. Dann, ein Wusel. Steelhammer. Wie mache ich mit denen? Brauche ich zuerst einen Steelhammer-Hat? Aha. Mhm. Okay. Mannchen. Mhm. Das ist echt fies. Wo bist du denn jetzt, Guten? Zu Hause. Oh. Ich bin jetzt in meinem Haus. Ich bin. Achso. So, sag ich doch. Ich wusste doch, er ist zu Hause. So. Ich bin dann gleich in der Safe Zone. Oh, natürlich. Ohne Stahl sollte ich jetzt nicht herum. Und zwar, ich habe zwar jetzt, ich arbeite, weißt du, das Geilste ist, ich habe alles aus Tinker's Construct, außer meine Schaufel, aber noch niemals meine eigenen Werkzeuge gemacht. Also ich habe sie mir immer machen lassen. Kann man es auch machen. Man kann doch irgendwie so eine Axt machen, die ganz viele Blöcke auf einmal ab. Ja, richtig, die habe ich. Das habe ich nämlich in einem Tutorial gesehen, was ich vor einer Woche mir angesehen habe auf YouTube und, eigentlich wollte ich das nachbauen, aber jetzt kann ich mich schon wieder nicht dran erinnern, was ich dafür alles brauche. Ja, dann komm mit. Ich mach das für dich. Komm. Wo treffen wir uns? Gemeinschaftshaus Rot. Okay. Wie viel habe ich eigentlich? 29 gedeckte. Ich weiß gar nicht so wirklich, was ich heute mache. Ah, ich glaube, ich fliege wieder zurück. Wo, zu mir? Ich fliege jetzt heim. Nein, ich fliege jetzt heim und bring meinen Wusel nach Hause. Wie stark seid ihr eigentlich schon? Ich meine, ihr habt zwar erst 20 bis 25 Folgen, aber wie stark seid ihr denn ungefähr? Überhaupt nicht stark. Ich habe bis jetzt nur mit einem Minecraft gebaut. Okay. Naja, ich sag's immer, ihr habt keinen Cleaver oder so? Kein Rapier oder so? Nee. Ah, ein Rapier habe ich, den hat. Ihr seid ja ein Witz. Ich darf ja momentan ja nicht mal im Nahkampf angreifen, diese nächste Folge noch. Ich bin ja verflucht. Bin ich gut. Warst du so böse? Ja, ich war böse. Ich hab in der Aufnahme verraten, wo Vitas Koordinaten sind, als mir in Skype geschrieben wurde. Und das hat halt Vita mitbekommen, weil Vita wohl meine Videos geguckt hat. Ja. Hallo. Deswegen. Hallo. So, und zwar. Haben die mich verflucht. Brauche einen Hammer-Pattern oder so. Wenn du verstehst, was ich meine. Hab ihn. Passt. Komm mit. Du am besten so, als hätte ich gar keine Ahnung von diesen Mod-Paketen. Du tust nur so? Dran. Okay. Pass auf. Ich nehme hier eine Axe-Pattern raus und eine Hammer-Pattern, ja? Ja. So, at first ganz kurz Hammer, weil ich will ja auch einen Hammer machen. So, leg das rein. Jetzt brauche ich hier... Alter, meine Musik ist so laut, ne? Ich kriege AIDS. Mach das weg. Dieses Ding habe ich schon mal im Tutorial gesehen. Wirklich? Hast du das? Das sieht schon mal vielversprechend aus. Der Typ guckt Tutorials. WTF. Wahnsinn, ne? Ja. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Hab ich so, hier okay, pass auf. Holz? Jetzt hier, guck mal, komm her da. Ist zwar nur eine ganz kleine Smeltery, aber hey, drücke mal hier drauf. So, okay, siehst du das? Ja. Das sind 9 Felder. Die fülle ich jetzt mit Stahl. Jetzt ist Stahl drin. Wieso wird das nicht gemacht? Sand. Warum wird das nicht verbrannt? Ist doch Lava drin, seid ihr schlecht. Warum wird das nicht verbrannt? Ach, es wird verbrannt, aber nur ganz langsam. Ich brauch okay. Sand. Pass auf. Nein. Das heißt, guck mal hier, Liquid Lava, 200 von 4000. Also wenn das leer ist, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Lava. Hast du Lava? Ich habe kein Lava. Ich brauche noch nicht irgendwo, wo Lava gibt. Okay, hast du Eisen? Zufällig irgendwo mit oder Eisen so? Kann ich von zu Hause holen, ja. Okay, wohnst du in der Nähe, oder? Ja. Okay, am Rand von uns selbst. Okay, kannst du es schnell holen? Oh, da ist ein Drache. Jo.
Dann sehe ich so einen jetzt auch mal in Real Life. Dass da im Real Life? Ja, also halt jetzt so wirklich. Ja, ja, im Real Life, ich verstehe schon. Da ist ein Wasserdrache. So, und jetzt, warte, jetzt hab ich Molten Tin, Molten Iron. Da macht er Geräusche. Greift er mich jetzt an? Nee. Auf jeden Fall. Wie heißt denn der? Ich hab doch gerade einen Namen. Wie heißt du denn? Viscario. Krabs, der Himmelsdrache. Krabs, ich hab deinen Drachen gefunden. Töte ihn! Krabs, ich hab deinen Drachen. Was ich nicht weiß, ist, ob du ihn übertöten darfst. Krabs ist doch in Team Blau, oder? Ja. Ja, aber ich habe letztens mit Krabs aufgenommen und der meinte, er wüsste, sein Drache wäre schon wieder weg. Okay, wo bist du? Nein, das sag ich dir nicht. Ich hab Krabs lieb, da hab ich mir ein Team Grün aufgenommen. Ist das dein Ernst? Verrate ich nicht. Nein, den verrate ich nicht. Alter, der hat mich in der 4. Folge getötet, während er in Folge 36 war. Und, weiter? Stirb nee, einfach. Nee, den okay. Drachen verrate ja, ich nicht. Okay, ab sofort Krieg gegen dich. Ist in Ordnung. Ohne Witz. Ich schreibe jetzt jeden aus Team Blau, hey, wenn Fluch gibt, wieder auf Julia. Okay, mach das. Und dann nehme ich durchgehend mit Wiederwolf auf und such dich. Passt. Alles klar. Jetzt sich aus. Darfst mich nicht angreifen, das weißt du. Doch, in Team Grün schon. Deswegen sag ich ja, mit Wiederwolf. Ja. Nee, du darfst mich... Doch, darf ich. Wenn du Team Grün bist, darfst du mich auch nicht angreifen, weil ich immer noch ein Level unter dir bin. Oder ja, mehrere Level unter dir. Aber wenn du mich einmal attackierst, dann schon. Dann ja. Dann werde ich mich einfach in dich hineinstellen, ja, dass du mich ohne Absicht mal hittest. Weißt du, du willst die Tür zumachen, dabei stelle ich mich kurz dazwischen, dann haust du mich unabsichtlich und ich töte dich. Ach so. Ah, ja. Kluger Junge. Man muss sich auch ein paar Leute von dem anderen Team warm halten. Man darf die nicht alle verraten. Scheiße. So. Hast du Lava mitgenommen? Lava nicht, ich habe Eisen mitgebracht. Du, genau. Mach einen Eimer bitte. Oh, gut. Soll ich das hier reinlegen in die Kiste? Ja, leg das einfach rein da. Bist du mir jetzt böse? Nee, nee. Okay. Eigentlich schon. So, ich bin gleich wieder da. Ich bin in der Hölle ganz kurz. Ist der Rapier eigentlich gut? Er geht durch Rüstung. Und ist ziemlich schnell. Egal. War diese Schmiede nicht das, mal, wo man, wenn man da Tiere reinschmeißt, dass das dann blutig ist und so? Ja, wenn du dich selbst reinschmeißt, ist es auch blutig. Vielleicht auch. Okay. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Ja. So. Wobei, vielleicht doch. So, auf jeden Fall, so, da Lava, gut. Eine Lava, die hole ich mir auch noch. Was ich sagen wollte, war... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Gut. Trocknete Erde? Oh, ich hab ein Lava-Bucket. Aha. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. So, was wollte ich denn gerade sagen? Wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich nicht. Beim Lava genau, holen. Genau. Rapier ist gut, weil er durch Rüstung geht, aber ich glaube Cleaver ist besser. Weil er einfach mehr Schaden macht. Okay. Ratet mal, wie viel Plus-Attack-Damage ich habe. Will's gar nicht wissen. Viel zu viel wahrscheinlich. Was hast du gesagt? 4 oder was? 4, genau. So wie ich. Das ist hoffentlich ein Witz. Ich habe keine Ahnung, was man da erreichen kann, ehrlich gesagt. Ja, rate mal. Wahrscheinlich 150. Sag 1000, mal. Natürlich. Also entweder er untertreibt oder er übertreibt die ganze Zeit. Ich verstehe nicht. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie mein Kopf will so nicht wirklich. Irgendwie. Nee, verstehe nicht. Ja, Wusel, du kommst wieder mit. So. Wusel! Wusel darf heute nicht draußen bleiben. Wusel muss halt heute drin bleiben. WTF, was Wusel ist? War nicht lieb. Hä? Hallo? 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 Warum gehst du nicht? Mann, warum gehen die nicht? Ach, so geht das. Hä? Alter, die Smeltery ist hin, oder was? Ja. Nee, was ist denn jetzt los mit der? Wieso? Was fehlt denn? Ist das falsch? Ach, das ist falsch! Oh Gott! Was machst du denn? Buh! Wie mach ich mir einen. Hä? Wie mach ich mir eine Pattern?
So, wie hoch gehen wir denn so? Hä? Hilfe! Das, glaube ich, ist eine gute Höhe. Hallo? Servus! Kann man mir vielleicht helfen? Nein. Doch. Mir ist nie mehr zu helfen. Oh ja. ADAC anrufen. ADAC anrufen. Helfen, Arma 3 und so, ADAC, ÖMDC. Polizei. Was hast du denn? Mann, warum geht das nicht? Guck, pass auf. Ich versuche gerade, einen Hammerkopf zu erstellen. Ja? Mhm. Dazu brauche ich aber erstmal einen Cast. Einen Hammerkopf-Cast. You know? Egal, ich mach dir derweil. Ich wusste es. Ich mach dir derweil einfach mal deine wunderschöne Axt. Okay? Okay. Das ist jetzt ziemlich blöd, Janni. Das wächst mir in mein Gebilde so, rein. So, dann habe ich eine Steel Axe Head. Das finde ich schön. Jetzt? Wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, wie ich mir eine Axe Head Cast mache. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie mache ich mir einen Cast? Komm, das musst du mir erklären. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Das ist eine Form, wo du was eingießt. Ach so. Okay. Dann sag doch das einfach so. Liquid Table Casting? Wie er durchdreht. Oh je. Nee, ich habe das noch nie gemacht. Nur so, mal. Zur Info. Ich auch nicht. Geht das? Muss ich da Gold einwerfen? Bitte hier Gold einwerfen. Muss ich da dann das hinlegen? Der dreht gleich am hier durch. Alter. Ich glaube, ich brauche mal Kohle. Kohle. Alter, ich krieg's nicht hin. Hat sich denn noch niemand hier einen Hammer gemacht? Ist das euer Ernst? Nee, ich bin gerade im Gemeinschaftshaus. Eine normale Äxte, und, Spitzhaken. Ja, klar, und klar. Nee, aber. Das ist natürlich blöd dann. Naja, das Blödeste daran ist, ja. Das ist, ich habe zwar schon die Form dafür, die Pattern, ich weiß aber nicht, wie ich daraus einen Cast erstelle. Verstehe ich mein Wort. Und ohne. Also deine Axt hätte ich ja jetzt schon. Ach so. Du kriegst sie aber auch erst, wenn ich meinen Hammer habe. Okay. Bin ich ein Arsch, gell? Mist, ich habe total vergessen, was das gleich nochmal war, was man auf die Spitzhacke drauf machen muss, damit die schneller wird. Mach ich. Redstone. Redstone? Ja. Ach man. Danke. Ja. Sollen wir nachgucken gehen? Nachgucken. Ob ich überhaupt noch einen Slot frei habe auf der. Waffe. Wenn nicht, haust du einfach einen Goldblock und einen Diamant drauf, dann hast du was frei. Hier fliegt eine Fledermaus rum. Pattern to Cast. Sauf, Alter. Okay. Was sagst du? Was muss ich draufhauen? Redstone. Nee, ein Goldblock? Und ein Diamant. Und ein einzelnen. Diamant. Hab ich denn sowas? Gold, hier ist Making ein Making a Cast! Oh, englisches Video. Oh nein, Hilfe, Werbung. Ich habe keinen Goldblock, scheiße. Also der Typ, der erklärt mir gerade, wie ich einen Cast mache, eigentlich nicht, aber egal. Okay, dann halt nicht. Weißt du, das Video heißt anderes. Making a Cast und er macht nicht mal einen Cast. Was ist denn da? Was ist los mit dir? Mach einen Cast. Oh. Das noch okay, warte. Er hat sich eine Pattern gemacht. Oh, schön. Okay, ja, und jetzt weiter. Wie machst du dir einen Cast? Mir wichtig. Nochmal. Cool. Okay, dieser Cast. Da wird der einfach da. Guckst du gerade ein Video beim Video aufnehmen? Richtig. Potenzial zum neuen Trend. Oh, ich hab's gefunden. Scheiße, ich hab falsch gemacht. Ja, natürlich, sonst wäre es ja auch gegangen. Nein, ich hab das Gold geschmolzen. Der ist voll schlau, der Kerl. Sieht cool aus, wenn es fertig ist. Nee, sieht's ja, nicht, ne, ich bin schon schlau, ne? Gemacht? Super schlau. So, jetzt also. Dann nehm ich hier Gold. Falsch rum. Nochmal. Hier Gold. Falsch rum. Check. Hier Gold. Falsch rum. Hier Gold. Falsch rum. Laser Pattern on the material on the left. Get started. Okay. Dann hau ich mal Steine dazu.
Na gut, alles klar? Ja, ich bin gerade ein bisschen am Minen. Achso, ich dachte, du wirst jetzt da als auch irgendwie durcheinander kommen. Ich habe leider keinen Goldblock, ich kann das nicht zurücksetzen. Ich kann dir vielleicht gleich einen Goldblock geben. Ich habe, glaube ich, Gold zu Hause. Das gibt es nicht! Cool hier. Die Säge, die hätte ich früher entdecken müssen. Sägen? Sägen? Mit der kann man Scheiben von Blöcken runterschneiden. Dann hat man ganz dünne Scheiben, die man dann überall anbringen kann. Die sind dann wie Druckplatten, wenn du sie ganz, ganz dünn machst. Wie macht man sich so eine Säge? Oh, das weiß ich nicht aus, wenn ich... Warte mal. Du brauchst Steinwerkzeuggriff und einen Stock und einen Diamant. Also eigentlich gar nicht mal so schwer. Könnte ich dir auch eine machen? Ich sogar jede Menge. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Es funktioniert nicht! Das ist blöd. Ach, Mist, wieder falsch angebracht. Aber ich brauche dafür nochmal dieses Holz. Wie hast du das? Passt doch schon mal so weit. Machst du das? Ach, ich kann doch fliegen. Wieso buddel ich mich hoch? Mal bin ich blöd. Du auch schon eine Fledermaus? Nee, ich kann generell fliegen. Geht das? Mit Genen. Mit Genen? Ja. Das ist erblich veranlagt, dass du immer fliegen kannst. Du könntest zu mir kommen, dann kann ich dir die Gene geben. Okay, das klingt Alter, interessant. Alter, ich krieg's einfach nicht hin, ne? Ja, wenn du zu mir kommst, ich weiß nicht, wo du bist, ja, das ist ich. Das Problem. Obwohl du bist Team Grün, nachher tötest du mich. Nee, ich bin nicht Team Grün, wir nehmen doch jetzt ein Team Rot auf. So, also du hast schon das Team gewechselt jetzt schon. Ja. Muss sie ja. Gut. Ja, oder sie will unsere Gegnerin sein. Nee, das wäre ja nicht gegangen. Nein, ja Alter. Nicht zusammen aufnehmen. Das ist ja nicht wahr. Weißt du denn, wo ich wohne? Ich mach mir so viel Arbeit. Ich mach nee, mir so aber schwere Arbeit. Vielleicht könntest du so... Ich bin gleich wieder in der Safe Zone. Warte, ich hol dich ab. Das ist nicht wahr. Doch, ist es. Wirklich, ich mach mir so viel Arbeit und dann brauche ich nur Holz. Witz, ey. Das Problem ist, dass ich die Safe Zone, dass ich mich immer so schwer tue, die Mitte zu finden, wo denn das nochmal war alles. Jetzt hat der kein Holz in das... Es gibt diese riesigen Eichenbäume hier, ne? In so einem Biom. Mo. Kann man die irgendwie wieder nachpflanzen? Ja, halt kann man die nachpflanzen. Oder muss... Was muss man oder kann man? Nein. Ob man die nachpflanzen kann? Sicherheit. Bam, so. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist... Ich habe mal probiert, so drei oder vier davon aneinander zu stellen. Also quasi im Quadrat so. Leute, ich fühle mich zwar jetzt ein bisschen verarscht. Ich meine, ich habe 23 Minuten gebraucht, um das rauszufinden. Aber... Ich hasse die Safe Zone. Ja, siehst du, muss man deaktivieren irgendwann. Hallo? Mach doch auf! Hallo. So, warte. Wo bist du denn, Guten? Jetzt? Ich bin im roten Haus. Musste ich erst mal finden. Ich hasse es in der Safe Zone. Ich finde nie die Mitte. Wo bist du denn ungefähr? Oh, Alter. Ich verstehe die Welt nicht. Ah, ich glaube, ich weiß. Nee. Die kleine Fledermaus, die hier rumfliegt. Alter, Leute, es geht. Ich krieg zu viel. Was ist das hier? Alter, hier wohnt eine Hexe. Ja, genau. Dann bin ich da ja gar nicht mehr Da ist kein Gold mehr weg. Drin. BT und F. Zu wenig Gold für ein Ding, Mann. Was ist das für ein Haus? Wem gehört das hier? Das ist Aluminium Press Ingot. Fuck it! Guten, ich hab dein Haus gefunden. Ja, dann komme ich zu dir. Wenigstens etwas. Dank Gott. Dann bist du übrigens genau ganz außen. Ja. Ich bin jetzt die ganze Zeit in die Mitte reingeflogen, aber ich bin echt zu blöd, das zu finden, wo die Safe Zone, die das Zentrum ist. Also Freunde, ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch eine Folge dann machen, weil... Okay. Ist fertig. Ja, pass mal auf. Ja.
Guten, du machst mir auch noch eine Folge, damit du deine Axt bekommst. Ja, das wäre wirklich, glaube ich, ganz cool. Nimm die Spritze mal, die ich dir hingeworfen habe. Okay. Aber sind jetzt nicht irgendwie Schweine-Grippe oder so, ne? Die nimmst du in die Hand und dann drückst du die rechte Maustaste, bis es voll aufgeladen ist. Und pass auf, die vergiftet dich. Dann verbrennst du nicht und Creeper laufen von dir weg und du kannst fliegen. Die vergiftet dich. Was mache ich jetzt? Einfach rechte Maustaste drücken, bis es voll aufgeladen ist und dann auslassen. Genau, jetzt schwubbelt es ein bisschen und dann ist es vorbei. Du bist vergiftet. Nein. Ja. So, und jetzt funktioniert es. Die Spritze darfst du mir aber gerne wiedergeben. Ja, mache ich. Resistenz 2 und Speed 2 habe ich. Ja, jetzt. Genau, schneller bist du auch. Ma, warum vergiftest du aber ihn nicht? Aber wenn du stirbst, ist alles wieder weg. Du kannst halt jetzt wie im Creative Mode fliegen. Ach, ich bin noch nie gestorben. Cool. Danke. Julia. Ja. Boah, wie schnell. Warum hast du nicht betrogen? Wieso? So was tut man bei Trust and Betrayal. Verdammt, ey. So. Muss ich halt nur irgendwann wieder eine Zentrifuge oder so haben, dass ich dann mein Blut wieder zurückmachen kann. Und wenn ich mal sterbe, habe ich ein Problem. Ja, das glaube ich dir. Wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das crafte. Mann, ich bin einfach... Inkertable. Geht's dir gut? Nein. Man merkt's. Jetzt pflanze ich hier mal den Baum noch. Sag mal, Kiste, hast du mal einen Baum gefressen? Ja. Wusel? Wusel, warst du das? Wusel, spuck's aus! Ich weiß nicht. Wusel hat's auch nicht. Durch. Dann muss das da so drin sein. Wenn das jetzt wirklich so einfach geht, ne? Oh Mann, hilf mir doch! Wo hab ich die denn? Wusel, wo hab ich die denn reingepackt? Hilf mir mal. Richtig. Gibt es durch diese Mods eigentlich irgendeinen günstigen Ersatz für Kohle, sag ich mal? Normales Holz, kannst du ja alles Mögliche reinpacken, was irgendwie aus Holz ist. Ja, aber das Holz müsste ich ja auch erstmal farmen. Ja, aber wie gesagt, wenn du die Axt hast, dann dauert das ja nicht. Wenn du die Axt hast, hast du Holz. Okay. Ja. Oh mein Gott, es gibt ein Video mit How to make a hammer in Attack of the B-Team. Nee, nicht wahr. Ja. Wahnsinn. Was für Scheiße es im Internet gibt, ne? Mhm. Heftig. Alter. Auch bestimmt kein Mensch, hat noch nie jemand nachgesucht. Ja, mal Wusel, hattest du meine Knochen? Nee, Leute, danach sucht keiner. Okay, dann erklär mir das mal. Mhm. Wusel hat meine Knochen. Wachse, Baum! Wachse! Wachse! Ich glaube, der wächst nur in dem Biom. Scheiße. Der wächst. Ich hätte gerne wieder diese dicken Eichenbäume, die da vorne in der Nähe von der Safe Zone früher standen, aber die sind mittlerweile alle gefällt worden. Von mir teilweise. Wir haben noch eine Minute. Von anderen. Jo, das heißt, wir dürften uns demnächst allmählich verabschieden. Genau. Währenddessen schaue ich mir immer noch an. Ach, du hast Probleme. Nein, oder Toolforge. Jall. Ma! Okay. Doch so einfach. Ja. Hä? Was ist das für eine andere Toolforge? WT und F. Sehr schön. Ach, der arme Tiger. Kannst einem schon ganz schön leid tun. Ja, schon, ne? Ein bisschen. Mhm. Alter. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Okay, bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.